Leute, was geht ab, euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute ist es endlich soweit, Leute. Heute kommt Tag 1 von der Madeira-Reise, Leute. Jeder, das von euch noch nicht mitbekommen hat, Revi hat mir bei, wenn ich du wäre, die Aufgabe gegeben, mit nach Madeira zu fliegen, auf meine eigene Kosten. Also ich muss dafür noch zahlen. Das Schlimme an der Sache war, ich hatte eigentlich einen Skiurlaub geplant meiner Freundin. Wir hatten sogar schon ein Hotel, was schon bezahlt war. Also wir haben es halt gesponsert bekommen, aber es stand halt schon fest, alles drum und dran. Und ich musste halt komplett alles absagen, um jetzt mitzukommen. Deswegen, Junge Revi, wenn du das hier siehst, du wirst sterben in der nächsten Folge. Leute, ich habe gerade eben noch meinen Koffer gepackt, bin jetzt soweit mal ready. Grüße gehen noch raus, 10 Minuten bevor ich losfahre, erst den Koffer packen. Aber ja, Leute, ich fahre erstmal zu Tim und Jan von Gewitter im Kopf, denn die beiden holen mich mit zum Flughafen, weil die einfach, und jetzt gönnt euch mal, komplett zufällig, wir wussten davon gar nichts, im selben Flieger sitzen und auch nach Madeira fliegen. Und dann haben die angeboten, weil die wohnen nicht weit weg von mir, mich einfach mitzunehmen. Deswegen, ja Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lange drüber rum. Ich bin anders gehypt. Ich habe richtig Bock, alle mal wiederzusehen, auch mal Unge zu treffen und, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir fahren direkt los und sehen uns gleich wieder, Leute. Let's go. Me and brothers going through bad times, ey. Sad life, brothers keep a jackknife, ey. Bitches got no high like the flatlining. Ooh, yeah, blocka, bad mountain. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen angekommen, zusammen mit den zwei Jungs, was geht ab? Hi. Hi. Okay. Und wir werden jetzt mal reingehen, ich hoffe mal, ihr werdet jetzt nicht festgenommen oder sowas. Ich denke, ach, das, ich hab ja angerufen. Das geht eigentlich immer. Na gut, Leute, wir finden jetzt auf jeden Fall erstmal noch Revi, denn der ist auch schon hier und müssen noch die Koffer abgeben. Wir haben halt nur absolut keine Ahnung, wo wir hingehen müssen, aber das finden wir mit Sicherheit auch noch raus. Na? David, hi. Alles fresh, servus Lukas. Ja, alles gut. Was geht ab? Moin. Na, alles fit? So Leute, Brille wieder am Start. Wir haben jetzt die anderen gefunden. Was geht ab? Leute, in Revis Folge habe ich ihm die Aufgabe gegeben, dass er jetzt den ganzen Tag... Zeig mal die Puppe. Dass er den ganzen Tag mit der Puppe hier rumrennen muss. Ist angenehm, oder? Ja. Richtig nice. Kann der die Kamera nehmen? Puppenvlog. Das ist so. Na. Du blöder Wichser. So Leute, ohne Scheiß, es fühlt sich einfach... fühlt sich einfach so an wie eine Klassenfahrt, weil wie viele sind... Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir jetzt insgesamt? Ja. So ungefähr, weiß ich nicht, 10 Leute oder sowas, Leute. Ist zu krass. Ich habe einfach richtig Bock. Wir fliegen jetzt, ich glaube 4 Stunden sogar nach Madeira. Lustigerweise ist Madeira, also da wo wir hinfliegen in Funchal, das ist einer der... Junge. Was ist das eigentlich für ein Spasti, aber egal, Leute. Rückweg. Junge, warum redest du die ganze Zeit mit dir selber? Ja. Hey, zu geil. Oh shit! Ich wollte gerade aufnehmen, wie wir diesen Sticker da drauf legen. Auf einmal bricht er die Aufnahme ab. Jawohl, Digga. Ich wurde gerade vom Security schon blöd angeguckt. Jetzt gerade? Ja, da vorne. Ganz unauffällig bestehende Beine mit dem Stecker. So gucken sie durch nix, so Sicherheitsabstand. Und beide so Gorilla-Pott in der Hand. Komm! Hallo! So kann man auch Freunde finden. Jetzt sieht die Jacke natürlich sehr schön aus da unten, aber egal. Besser als dein Gesicht. So, ich hab ganz viele gemacht. Korrekt. Freust du dich schon, Rivenzeit? Ja. Abdel ist ja auch bei uns dabei, der steht da. Ach, hallo. Ist er, ja. Freust du dich schon? Nee. Freust du dich schon? Nee. Hast du schon richtig Bock? Yeah. Nee. Das war eine Mensch-Du-Wer-Aufgabe, jetzt holst du die raus. Und hast jetzt Spaß damit, verstanden? Ist so cool. Also, wen haben wir denn da? Meine Mutter ist eine Hure. Der braucht die Puppe, damit er sich beruhigt beim Flug. Safe. Und meine Handschuhe drin? Sehr schön. Ah, geil. Sehr gut. Ab geht's. Wir stehen mehr an als beim Boarding. Frag dich mal, warum du sitzt und wenn er zu dir kommt. Diese scheiß Puppe rennt weg, Alter. Das ist so unangenehm. Du musst mehr mit dem reden. Du musst mehr mit dem reden. Was bei Nation Dutch Pass? Wir haben alles aufgebaut. Was sagst du dazu? Da komm her, ich will nur reden. Ey,
Ganz langsam. Sparring? Sparring? Was passiert hier gerade? Was habt ihr so was zu essen bestellt? Sparring. Ah, du bist gepickt. Was? Sondern jeder probiert die Puppe mal aus. Ah, jetzt haben wir es. Was eigentlich, Herr Lukas? Amazon? Nein! Doch! Ich müsste die immer anziehen, weil die nicht so schlimm aussehen. Ich weiß nicht. Deutsch, denke, du hast komplett. Ja, Junge! Das ist mein kleiner Freund! Nein! Ich habe den ganzen Tag noch Tomatensaft. Merlin hat mich gerade geschlagen. Ja, weil es noch nicht anders verdient, aber Merlin kann Menschen von bösen Menschen unterscheiden. Kann das aber andersrum nehmen. Weil es Turbulenzen gibt, ist mein Kopf bestens geschützt. Dank Tui Fly Safe. Tui Fly Safe. Safe. Ich bin das schreiende Kind, Antwort, was haut mich da? Ich sitz mittel. Seid ihr eine ganze Fußballmannschaft, die hier heute reist? Das kommt sowas von heute. Ihr habt es gerade gesehen, wir sind auf jeden Fall gelandet und ihr seht auch schon im Hintergrund, alle anderen sind schon weg. Wie hätte es auch anders sein können, Leute. Diesmal ist nicht mein Koffer hier geblieben, so wie damals in Kanada. Wir kriegen unser Mietauto nicht. Revi hat seinen zum Beispiel direkt bekommen, die sind jetzt schon mal vorgefahren mit den anderen Jungs. Und ich und der liebe Dave chillen jetzt hier und müssen irgendwie hoffen, dass es klappt. Unsere Kreditkarte wird nicht akzeptiert und egal, fängt ja schon mal wieder richtig gut an. Auf jeden Fall, ja, wir warten jetzt einfach mal ab und hoffen, dass wir irgendwie noch ein Auto kriegen. Ansonsten, ja, müssen wir halt echt mal weiter gucken, Leute. Aber ja, mal schauen, wir sehen uns gleich. Peace. So, Leute, was geht? Ihr seht schon, wir sind jetzt raus aus dem Flughafen. Wir sind jetzt hier direkt vorne, wo die Taxis und sowas stehen, Leute. Das Problem ist, wir haben jetzt tatsächlich einfach keinen Mietwagen mehr bekommen. Das Ding ist, alle waren nicht verfügbar, außer die haben irgendwie 1000 Euro gekostet für die paar Tage und hatten wir dann irgendwie auch keinen Bock drauf. Das Ding ist halt, dass mit der Karte halt einfach überhaupt nicht funktioniert und wir haben uns da so rumgeärgert und wir haben im Internet da Autos gebucht für 200-300 Euro und die sollten jetzt auf einmal, wie gesagt, 1000 Euro kosten. Dann haben wir gesagt, scheiß drauf, dann fahren wir lieber Taxi. Zum Thema Taxi, Revi kommt jetzt gleich erstmal abholen, Leute, fährt uns dann zu unserer Villa, wo wir dann wohnen und dann gucken wir morgen nochmal nach dem Auto, ansonsten fahren wir echt Taxi, weil da haben wir gar keinen Bock drauf. Aber ja, Leute, fängt ja schon richtig Knorke an und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die nächsten Tage werden auf jeden Fall viel, viel geiler. Aber ja, wir sehen uns jetzt gleich noch. Ich hoffe wenigstens, die Villa ist chock. Weil dann geht die Laune wieder ein bisschen hoch, Leute. Wir kriegen jetzt schon nichts mehr zu essen. Na moin, Digga. Der fährt hier einfach mit 4000 km über Flughafen. Ich hoffe mal, wir kriegen halt jetzt noch irgendwas zu snacken, weil wir übel Hunger haben und jetzt einfach 4 Stunden oder sowas hier im Flughafen gesessen haben und alle Restaurants zu haben. Bruder, Ende. Ja, du würden gerne einmal ein Taxi zum Flughafen in Madeira, bitte. Ja, wir sind in 11 Minuten da, mach 35 Euro, bitte. Perfekt, machen wir. Sehen wir uns gleich, ne? Super. Digga, ich, ey, Lukas. Ja. Ich fahre gerade durch diese Gassen, Alter. Ich bin ja ein Taxifahrer, ich schwöre dir, Digga. Ey, das ist so geisteskrank, hier Auto zu fahren. Ich wurde geblitzt. Alter, sorry, AMG. Ey, ist das wie Bleasing? Geil. Hier ist halt überall Polizei, aber sonst. So Leute, wir wurden jetzt abgeholt und haben jetzt noch genau 10 Minuten zum Einkaufen. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja moin, Digga. Oh, scheiße, geht Alter. Boah, Leute, gönnt euch mal. Ich schwöre, ich habe sowas noch nie in Deutschland gesehen. Was ist das? Ja, moin, Digga. Was hier, wenn wir so feiern? Was ist das? Was ist das? Ich komm aus Kolumbien, Digga.
Digga. Nein, aber egal, wir lieben Rapier. Berg. Junge, was hier für ein Bruder. Wenn man schon links reinkommt. Ey, da kommt man niemals durch. Warte, steig aus und guck. Nee. Das mag man es ja nicht, weil der will die Challenge machen. Wollte die Kamera raushalten, aber die Kamera vergessen. Nee, vergiss es. Ich mach Spiegel rein. Digga, Mann. Schuhe. Links, Junge. Lukas. Alter, leck mich am Arsch. Ja, am besten hältst du einfach deine Presse. Ich bin hier eben schon durchgefahren. Psst, psst. Aber leck mich am Arsch. Hier sind wir rückwärts durch. Hier muss ich rückwärts, hier muss ich gleich wieder rückwärts raus, ne? Sieht's da aus, Tobi? Da ist ein bisschen eng, aber. Also, ich könnte safe noch aussteigen. Oh, jetzt kommt die nächste. Und jetzt stell mal vor, wir hätten einen SUV geholt. Da wären wir vorbei gewesen. Müssen wir da vorne da gucken. Ach, geht noch schlimmer. Ja, ach so, Leute, gönnt euch, wie scheiße eng das ist. Das sah gerade im Auto gar nicht so aus. Digga! Ja, moin. Und das ist jetzt die Hut, oder was? Let's go. Ich würde eine Roomtour was bringen, komm, weil das ist mein Video. Ich werde eine Roomtour machen. Warte, darf ich kurz mein Zimmer sehen, bevor ich den Einkauf raushol? Digga, war richtig fresh hier. Bruder. Und? Das ist das krasseste von allen, glaub ich. Das ist das krasseste Zimmer von allen? Guck mal, du hast hier das ist das für einen Ausblick hast. Junge, ihr habt mir gesagt, tschüss. Ausblick, guck mal. Ist ja der Wahnsinn. Guck mal, der Pool bei uns unten. Ey, wir haben Pool! Digga, zu geil. Jetzt will ich mal kurz aber Revis Zimmer sehen. Oh, das ist echt. Boah, Digga. Habt ihr mal das Ding gesehen hier? Ey, gönnt euch mal das Fenster. Ja, und schau. Ich hab gar nicht drin, Alter. Junge! Digga, das ist ja richtig nice. Das sieht nice aus. Okay, das ist krass. Das hab ich noch gar nicht gesehen hier. Okay. Digga, ich schlaf hier nicht. Ey, warum? Ich schlaf hier nicht. Alter, ich hätte nachts übel Angst. Guck mal hier, was soll das? Die sehen ja alle ver. Alle tot. Alter. Alle tot. Ja, wahrscheinlich sind die hier gesprungen. Junge, was geht hier? Ey, jetzt geht einfach noch eins da oben. Ich denke, das ist die Dachterrasse diesmal. Okay, die müssen wir auch mal gucken, Leute. Aber ich will jetzt erstmal gerade Revis Zimmer sehen. Weil wenn das Zimmer jetzt krasser ist als meins, dann tauschen wir doch. Als ob der freiwillig, weil er war nämlich schon vor mir hier im Haus, Leute. Ja. Es ist natürlich das krasser. Perfekt, und ab dafür. Du bist so ein 31er, Digga. So ein 31er. Junge, wir haben. Leck mich aber. Ich hab gar nichts davon. Ach, du hast kein Bad? Ich hab kein Bad. Muss halt. Tja, doof gelaufen. Spaß. Aber das sieht auf jeden Fall modern aus und du hast keine kleinen Kinder an der Wand hängen. So, Leute, einfach noch Wohnzimmer. Und jetzt kommt das wohl krasseste. Digga, wir haben einfach eine Sonnenterrasse, Leute. Und das wohl heftigste von allen. Wir haben einfach einen eigenen fucking Pool, Alter. Leben. Also Leute, ich muss ja ehrlich sagen, dafür, dass alles so scheiße gestartet ist, gerade mit dem Auto, alles drum und dran, die Villa ist ja mal anders schockiert, Leute. Ich zeige euch nicht alles, wenn ihr Bock habt, checkt gerne mal bei Revi vorbei, der macht eine komplette Roomtour. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich gerade irgendwie übel krass hier. Generell Pool am Start, geile Villa am Start und einfach das Feeling, die Luft ist ganz anders. Und gönnt euch mal die Aussicht, Leute. Einfach nur richtig lecker. Da hinten ist sogar, glaube ich, die AIDA als Schiff. Also ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf die kommende Zeit, Leute, und ich habe anders Bock. Aber ja, ich würde mal sagen, Leute, das war's dann auch mit dem heutigen Vlog vom ersten Tag, beziehungsweise dem ganzen ersten Travel-Tag. Wir werden jetzt gleich noch zu Jan fahren und uns da mit Unge und treffen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, alle mal wiederzusehen, Leute. Und dann würde ich sagen, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Checkt bei den ganzen Boys vorbei, sind alle verlinkt in der Beschreibung. Eben beim Einkaufen kommt ihr auf jeden Fall nicht weiter filmen, weil ein Security mich da fast schon vergewaltigt hat. Der kam so von hinten, hab mich angefasst. Keine Filme, keine Fotos, ihr kennt's, Leute. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Haut da rein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und peace.